Sano Animal. Wissen rund um Ihr Pferd. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Sano Animal. Ich bin Christina Fritz und ihr werdet jetzt im Folgenden den Kurzvortrag über Cushing sehen, der eigentlich geplant war für die Hansepferd 2020. Nun ist die Hansepferd ausgefallen aus Gründen, die, glaube ich, jedem so aus Film, Funk und Fernsehen bekannt sind. Aber wir wollen euch gerne diesen Vortrag nicht vorenthalten. Und deswegen haben wir beschlossen, euch den Vortrag hier in dieser Form zur Verfügung zu stellen. Und zwar geht es um das Thema Cushing. Ganz große Sache, gerade im Frühjahr werden halt wieder unglaublich viele Pferde mit Cushing diagnostiziert. Und wir wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen, ist das tatsächlich so eine weit verbreitete Krankheit oder ist das ein bisschen vielleicht auch einfach eine Modediagnose? Cushing, ja, nimmt zu, ist auf dem Vormarsch in der Diagnose, gilt als eine der am häufigsten diagnostizierten Stoffwechselkrankheiten heutzutage. Es gab 2013 wurde eine Studie veröffentlicht, die haben Reitschulpferde getestet, haben geschaut und haben festgestellt, dass über 20% der Pferde und Ponys über 15 eine Prävalenz haben für Cushing, also sozusagen auf dem Weg in die Cushing-Erkrankung sind. Das heißt, dass tatsächlich etwa jedes fünfte Pferd über 15 Jahren mittlerweile mit Cushing diagnostiziert wird. Ich habe ja manchmal das Gefühl, es ist jedes zweite Pferd über 20, also je älter die Pferde werden, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Cushing-Diagnose bekommt für das Pferd. Und das ist schon eine recht interessante Entwicklung, wenn man sich überlegt, dass bis in die späten 80er Jahre rein in der Veterinärliteratur Cushing eigentlich immer als sehr seltene Erkrankung bei sehr alten Pferden bezeichnet wurde. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann es halt zu dieser sehr starken Zunahme kommen? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir heute mit einer anderen Definition arbeiten für Cushing. 1974 wo hieß es noch, dass Cushing immer dadurch gekennzeichnet ist, dass die Pferde eben genauso wie die Menschen mit Morbus Cushing einen gutartigen Tumor an ihrer Hypophyse haben. Die Hypophyse, das ist eine Hormondrüse, die am Hirn dran hängt. Ne? Pferde haben auch ein Hirn wie wir. Unten dran hängt eine Hormondrüse, das ist die Hypophyse. Und diese Hypophyse kann jetzt einen gutartigen Tumor, ein sogenanntes Hypophysenadenom, haben. Gutartig heißt in dem Sinne nicht, dass das gut fürs Pferd ist, sondern gutartig heißt von der Tumorsprache her, dass das kein Tumor ist, der jetzt Metastasen bildet, sodass das Pferd halt an Krebs quasi stirbt, sondern der bleibt an der Stelle, wo er ist und richtet halt auch nur an der Stelle lokal Schaden an. Diese Definition geht eben zurück auf diese Krankheit Morbus Cushing bei Menschen, wo man das nachgewiesen hat, dass diese Menschen mit der Symptomatik einen solchen Tumor haben. Dann hat man viele Untersuchungen gemacht in den darauffolgenden Jahren. Man hat viele, viele Pferde, die man mit Cushing anhand der Symptomatik diagnostiziert hat, hat man nach ihrem Tod aufgeschnitten, hat die Hypophyse untersucht und hat festgestellt, hoppla, ganz viele von denen hatten jetzt gar keinen Tumor. Deswegen kam dann 1990 eine Veröffentlichung raus, wo es dann hieß, na ja, das sind nicht immer Tumore, aber das sind Veränderungen, das können auch Veränderungen auf zellulärer Ebene sein, das kann ja eine einzelne mutierte Zelle sein, die dazu führt, dass eben hier die Hypophyse so gestört ist in der Form. Das ist ein bisschen eine unbefriedigende Aussage, weil man sich natürlich denkt, das ist eine relativ große Hormondrüse. Eine einzelne Zelle soll jetzt so massive Auswirkungen haben. Interessant finde ich, dass 2017 eine Dissertation rausgekommen ist, wo ganz klar drin steht, Cushing ist eigentlich eine Ansammlung von Symptomen, die gar nicht von der Hypophyse verursacht sind, sondern eigentlich durch einen chronisch erhöhten Cortisolhaushalt verursacht werden. Und dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, woher Cushing eigentlich kommt. Also diese Theorie, die man mal hatte, dass das eben so ein Hypophysenadenom ist wie bei Morbus Cushing bei Menschen, das ist heute tatsächlich nicht mehr so haltbar, sondern wir haben ein Symptombild. Wir wissen aber eigentlich noch gar nicht so richtig, wo kommt das eigentlich her? Wie ist diese ganze Krankheitsentstehung von dieser Cushing-Symptomatik, die wir beim Pferd haben? Und entsprechend geht das natürlich in der Praxis da immer auch fröhlich durcheinander mit verschiedensten Symptomen und Diagnosen. Na, wir haben dann ganz unterschiedliche Pferde, wie ihr hier seht, die alle gerne auch mal so eine Diagnose Cushing bekommen. Da gehört dann das Pferd dazu, was man noch am ehesten mit Cushing verbindet.
findet, wie hier so oben rechts oder unten rechts die Pferde mit diesem lockigen, plüschigen Fell, wo nichts mehr dran ist, die so dünn sind. Da denkt man dann an Cushing, aber es gibt auch Pferde, hier so dickes Pummelpony mit Hufrehe, wo es heißt, na, der hat ein Cushing, oder man hat Pferde mit solchen Lymphpolstern, die man so richtig eindrücken kann hier, wo es dann auch gerne mal heißt Cushing. Also Übergewicht, Untergewicht, ganz egal, die Pferde kriegen diese Cushing-Bezeichnung. Und das müsst ihr aber ganz klar auseinanderhalten. EMS und Cushing sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Paar Schuhe. EMS, das ist hier die dicke Fraktion, und Cushing, das ist die dünne Fraktion. Wir müssen also erstmal, bevor wir überhaupt uns darüber unterhalten können, wo kommt das Ganze her, was verursacht es und sowas, erstmal ganz klar uns darüber sein, was für Pferde da draußen sind überhaupt Cushing-Kandidaten. Und wir haben es eigentlich mit 5 verschiedenen Symptomkomplexen zu tun, die halt leider in der Praxis sehr oft alle in einen Topf geschmissen und fröhlich umgerührt werden. Aber das müsst ihr auseinanderhalten, weil ansonsten könnt ihr halt auch therapeutisch nicht vernünftig drangehen, wenn ihr das nicht vorher auseinanderdividiert. Wir haben tatsächlich die echte Cushing-Problematik, das heißt, der moderne Name ist PPID, Pituitary Pars Intermediate Dysfunction, das heißt, hier haben wir eine Fehlfunktion der Hypophyse, Thema Hypophysenadenom, echtes Cushing. Und wir haben aber auch viele Pferde, die zwar eine Cushing-Symptomatik zeigen, aber gar keinen Hypophysentumor haben. Ich habe jetzt in der Veröffentlichung das erste Mal den Begriff Peripheral Cushing gefunden. Das heißt, man geht davon aus, dass es irgendwelche Gründe gibt, warum die Pferde einen erhöhten Cortisolspiegel haben, der ganz unabhängig ist von irgendwelchen Tumorgeschehen an der Hypophyse. Aber beides, sowohl diese echten Cushing-Kandidaten als auch das, was ich immer so als Pseudo-Cushing bezeichne, sieht gleich aus. Das sind Pferde, die werden immer dünner, dünner, dünner. Man füttert rein, was geht, und trotzdem nehmen die immer mehr ab. Die werden immer dünner, die werden immer eckiger. Die haben irgendwann gar keine Muskulatur mehr. Das heißt, ich habe sehr, sehr wenig Pferd fürs Geld im Stall stehen. Und das müsst ihr ganz klar auseinanderhalten von den zu dicken Pferden. Und das ist genau die andere Familie. Das sind die EMS-Kandidaten. EMS heißt metabolisches Syndrom. Das heißt, das sind die übergewichtigen Pferde. Die können jetzt ein echtes EMS haben, das heißt wirklich Fett eingelagert haben, oder sie können auch Lymphe eingelagert haben. Das ist das, was ich dann immer so als Pseudo-EMS bezeichne, weil es dafür leider in der veterinärmedizinischen Literatur keinen vernünftigen Begriff gibt. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil das sind beides Pferde, die sind kugelrund. Da guckt man schon, dass das Futter möglichst mager ist, dass man das Heu rationiert, mit Heunetzen füttert. Man reduziert die Fütterung, wie es geht, und trotzdem bleiben die Pferde kugelrund oder werden teilweise sogar immer dicker. Also ganz andere Geschichte. Cushing-Pferde werden immer dünner, EMS, Pseudo-EMS wird immer dicker. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Paar Schuhe. EMS gucken wir uns hier in dem Vortrag nicht an. Gibt es andere Vorträge bei uns, könnt ihr mal gerne reinschauen auf der Webseite. Haben wir auch Vorträge und Texte dazu. Wir wollen uns hier mit dem Thema Cushing beschäftigen, das heißt mit den Themen, die zu dünn, Pferden, die zu dünn sind. Und bei diesen zu dünnen und zu dicken Pferden gibt es noch eine Zusatzerkrankung, die vorkommen kann, aber nicht muss. Und das ist die Insulinresistenz. Insulinresistenz wird in der Praxis da draußen leider ganz, ganz oft als EMS bezeichnet. Aber das stimmt nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. EMS heißt, ich habe ein dickes Pferd. Insulinresistenz heißt, ich habe ein Pferd, was auf dem Weg in den Diabetes Typ 2 rein ist. Nicht jedes dicke Pferd hat auch eine Insulinresistenz. Und nicht jedes insulinresistente Pferd ist auch dick. Das sind zwei unterschiedliche Krankheiten, die zufällig gleichzeitig vorkommen können, aber gar nicht unbedingt vorkommen müssen. Na, ich kann mir ein Bein brechen und gleichzeitig eine Erkältung haben. Zwei unterschiedliche Krankheiten habe ich jetzt zufällig beide gleichzeitig, muss aber nicht sein. Man kann auch nur eins von beiden haben. Und das ist eben auch hier so. EMS, Insulinresistenz, zwei unterschiedliche Krankheiten, die man auch unterschiedlich adressieren muss. Die können beim selben Pferd zeitgleich vorkommen, müssen sie aber nicht. Entsprechend haben wir auch viele Pferde mit einer Insulinresistenz bei einer Cushing-Symptomatik. Es gibt eine Studie, ist 2011 rausgekommen. Die haben festgestellt, etwa 60% der Pferde, die mit Cushing diagnostiziert wurden, haben zeitgleich auch eine Insulinresistenz. Das heißt auch hier, die Pferde können zusammen mit dem Cushing auch eine Insulinresistenz haben, müssen sie aber auch nicht. Wir haben insulinresistente Pferde ohne Cushing, wir haben Cushing-Pferde ohne Insulinresistenz. Aber mehr als die Hälfte der Cushing-Pferde hat auch eine Insulinresistenz. Das kommt also bei denen zeitgleich vor. Deswegen haltet bitte diese 5 Krankheitskomplexe auseinander. Wir wollen uns hier vor allem mit der Thematik Cushing beschäftigen, und da müssen wir wiederum jetzt genau gucken, dass wir 2 verschiedene Typen haben. Wir haben eben das echte Cushing, die Pferde, die einen Tumor an der Hypophyse haben.
Da könnt ihr therapeutisch nicht so wahnsinnig viel machen, denn dieser Tumor wächst ja weiter. Das sind die Pferde, die man normalerweise dann Praszent gibt. Praszent ist in der Lage, die Symptome, die durch diesen Tumor ausgelöst werden, zu unterdrücken. Das heißt, ich kann dem Pferd symptomfreie Lebensqualität erkaufen, aber ich heile das Pferd nicht. Praszent macht den Tumor nicht weg, sondern es unterdrückt einfach nur die Folgesymptome. Der Tumor wächst weiter, das heißt ein paar Wochen oder Monate, nachdem ich angefangen habe, Praszent zu geben, sind die Symptome wieder da. Dann erhöht man die Dosis von dem Praszent, da sind die Symptome wieder weggedrückt. Das geht wieder ein paar Wochen oder Monate, sind die Symptome wieder da. Dann erhöhe ich wieder die Dosis. Das ist so ein bisschen Wettrüsten zwischen dem Praszent und dem Tumor. Und irgendwann sind dann die Nebenwirkungen meistens so stark, dass man die Pferde einschläfern muss. Ihr könnt also bei einem Pferd mit einem echten Cushing, mit einem echten Hypophysenadenom, den im Wesentlichen symptomfreie, schmerzfreie Lebensqualität erkaufen für die letzten Lebensmonate. Was anderes könnt ihr da nicht machen. Wir haben aber sehr, sehr viele Pferde da draußen, die von der Symptomatik genauso aussehen wie die Pferde mit dem Hypophysentumor, aber auf eine Umstellung der Fütterung und auf eine Stoffwechselsanierung damit reagieren, dass die ganzen Symptome verschwinden und dass sie überhaupt keine Medikamente brauchen. Also unabhängig von jeglicher Praszentgabe, es sind Pferde, die bekommen teilweise noch gar kein Praszent, da stellen wir die Fütterung um, sanieren den Stoffwechsel und siehe da, auf magische Weise verschwinden die ganzen Cushing-Symptome. Und das sind eben keine Hypophysen-Adenomen. Kandidaten. Ich mag ja an Spontanheilung bei Tumoren glauben, aber bei der großen Menge von Pferden, die ich bisher in der Therapie hatte und die wirklich mit einer deutlichen Besserung oder kompletten Verschwinden der Symptome reagiert haben auf eine Futterumstellung, kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Tumore auf eine Futterumstellung und eine Stoffwechselsanierung reagiert haben. Also das ist tatsächlich eher mal ein seltenes Ereignis. Sondern immer dran denken, die Symptome, die wir sehen beim Cushing, die werden gar nicht verursacht von der Hypophyse oder von dem Tumor, sondern verursacht von Cortisol, von zu hohen Cortisolmengen im Blut. Und Cortisol wird nun mal ausgeschüttet von der Nebenniere. Natürlich steuert die Hypophyse auf die Nebenniere, aber ganz viele andere Hormondrüsen steuern auch die Nebenniere an. Es gibt ganz viele andere Gründe noch, warum die Nebenniere fehlreguliert werden kann. Der Hypophysentumor ist nur eine mögliche Ursache dafür. Und das sind eben diese Pseudo-Cushing-Pferde oder Peripheral-Cushing-Pferde, Pferde, bei denen die Nebenniere fehlreguliert ist, aber eben die Hypophyse da eigentlich gar nicht so viel mit zu tun hat, weil die gar keinen Tumor hat. Diese Cushing-Symptome treten natürlich meistens bei älteren Pferden auf. Das hat aber auch was damit zu tun, dass je älter die Pferde werden, umso mehr haben sich Stoffwechselprobleme im Lauf des Lebens oft akkumuliert. Was ein junges Pferd noch ganz gut kompensieren kann, kann halt ein 20-Jähriger oft nicht mehr so gut kompensieren, weil der ja schon 20 Jahre Stoffwechselprobleme einfach mit sich rumschleppt und einfach da eine Vorgeschichte hat. Wir haben wesentlich öfter von Cushing betroffen Robustpferde, also die ganze Pony-Fraktion, Barockpferde, Kaltblüter sind viel öfter betroffen als Warmblüter oder Vollblüter und entsprechend dann auch gerne wieder Freizeitpferde, häufiger als Sportpferde, wobei es natürlich schon so ist, dass wir im Sport auch viel mehr Warmblüter und Vollblüter haben und im Freizeitpferdebereich halt einfach viel mehr Robustpferde, viel mehr Barockpferde, viel mehr Kaltblüter. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht einfach da fehlinterpretiert. Es ist schon so, dass Vollblüter und Warmblüter einen wesentlich toleranteren Stoffwechsel haben als die ganze restliche Fraktion. Und deswegen sehen wir eben ganz, ganz viele Erkrankungen viel häufiger bei dieser Robustpferdefraktion, bei den Barockpferden, bei den Kaltblütern, als eben bei den Warm- oder Vollblütern. Die Diagnose findet momentan fatalerweise über einen ACTH-Test statt. Und das ist eigentlich ganz gruselig, weil der ACTH überhaupt nicht zuverlässig ist für eine Diagnostik. Es ist so, dass ein Pferd mit einem Hypophysentumor tatsächlich einen erhöhten ACTH-Spiegel hat. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Gründe, warum der ACTH-Wert erhöht sein kann. Das heißt, auch wenn die Pferde Stress haben zum Beispiel, dann haben die einen erhöhten ACTH-Wert. Denn im Gegensatz zum Menschen geht bei Pferden Stress nicht über die Adrenalinachse, sondern beim Pferd geht Stress über die Cortisolachse. Das heißt, Stress sorgt dafür, dass die Hypophyse mehr ACTH ausschüttet und das ACTH sorgt jetzt dafür, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Das ist die Stressreaktion beim Pferd.
Und es kann ja sein, dass mein Pferd Stress hat, von dem ich nichts weiß. Das kann sein, dass der sich gerade in seiner Gruppe gekabbelt hat mit jemandem. Das kann sein, der hat einen Stress, weil er den Tierarzt sieht. Es gibt tatsächlich Pferde, die haben Angst vor dem Tierarzt und die haben halt Stress, wenn der Tierarzt kommt zum Blutabnehmen. Es gibt auch Pferde, die haben Angst vor Spritzen. Das finden die gar nicht lustig, wenn man in die reinpiekt. Was zum Beispiel auch Stress auslöst beim Pferd, kann die Haltung sein. Es kann sein, ich habe ein rangniedriges Pferd in der Offenstallgruppe, der den ganzen Tag rumgejagt wird. Der lebt im Dauerstress, der arme Kerl. Es kann sein, ich habe einen völlig überforderten Herdenchef. Ist ja schön, wenn die Leute sich hinstellen und sagen, ja, mein Pferd ist ja Chef der Gruppe, der hat ja überhaupt kein Problem, ans Futter zu kommen. Es kann aber sein, dass das gar kein souveräner Chef ist, sondern dass der sich in diese Position entweder reingeprügelt hat oder dass der von den anderen da reingeschoben wurde und eigentlich komplett überfordert ist mit dieser Chefposition und deswegen einfach unter Dauerstress steht. Wir haben gar nicht so selten Herdenchefs, die eigentlich völlig gestresst sind und kurz vorm Burnout stehen, auch bei den Pferden. Das kann sein, dass mein Pferd neben einem Pferd in der Box steht, der permanent rübergiftet und mein Pferd attackiert und gegen die Wand tritt. Auch das ist ein Stress für die Pferde, sowohl für das Pferd, was attackiert wird, als auch für das Pferd, was den Nachbarn attackiert. Es gibt viele Gründe, warum ein Pferd Stress haben kann. Schmerzen sind ein großer Stressauslöser. Viele Schmerzen sehen wir gar nicht. Magengeschwüre zum Beispiel sind hochgradig schmerzhaft für Pferde, aber sie zeigen es nicht. Das heißt, es ist nicht so, wenn ein Pferd Magengeschwüre hat, dass es sich hinschmeißt und kolikt, sondern die sind halt meistens für uns äußerlich symptomfrei. Aber trotzdem lösen sie eine Stressreaktion beim Pferd aus. Arthrose, gerade bei den älteren Pferden. Also es gibt wenig Pferde über 16 Jahren, die keine Arthrosen haben. Ab 20 haben die alle mit ihren arthrotischen Gelenken zu tun. Das macht natürlich Stress, wenn die an so einem nasskalten Tag, wenn der Tierarzt kommt und nimmt Blut ab. Logisch hat er dann erhöhte ACTH-Werte. Der hat ja Aua in seinen Gelenken, der hat Schmerzen. Dasselbe gilt dafür, wenn mitten in der Hufrehe Blut abgenommen wird. Haben wir so oft, dass das Pferd macht so aus dem heiteren Himmel eine Hufrehe, dann kommt der Tierarzt, nimmt Blut ab, es wird ACTH bestimmt, heißt es ja, der ACTH ist erhöht, das Pferd hat Cushing. Logisch hat der einen hohen ACTH, der hat Hufrehe, der hat Schmerzen. Schmerzen lösen Stress aus. Es wäre eher ein Wunder, wenn er in einer akuten Hufrehe keinen erhöhten ACT hat. Der hat aber deswegen kein Cushing, sondern der hat Aua an den Füßen. Dasselbe gilt, wenn ihr im April oder was, der Senior, der steht noch mit einem dicken Winterpelz da. Vor 2 Tagen hat es noch -2 Grad gehabt, heute hat es plötzlich +25 Grad. Der steht noch mit seinem Winterpelz da, weil er halt in der Offenstallhaltung steht und schwitzt wie verrückt, weil ihm einfach zu warm ist. Dann wird Blut abgenommen und der ACTH ist hoch. Logisch ist der hoch. Das Pferd hat Thermostress. Dem ist zu warm. Das macht Stress beim Körper. Also ihr müsst da unheimlich aufpassen. Wenn die Pferde ein Hypophysenadenom haben, haben sie einen erhöhten ACTH. Aber nur weil der ACTH erhöht ist, haben die kein Hypophysenadenom. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Der Rückschluss ist hier nicht zulässig. Wenn es geregnet hat, ist die Straße nass. Aber nur weil die Straße nass ist, muss es nicht geregnet haben. Da kann doch der Wasserwagen durchgefahren sein. Es gibt viele Gründe, warum beim Pferd der ACTH-Wert reagiert. Schmerz gehört dazu, Stress gehört dazu, Tageszeit gehört dazu. Das heißt, der ACTH schwankt im Laufe des Tages. Der ACTH schwankt im Laufe der Jahreszeiten. Herbst, Winter haben wir von Hause aus höhere ACTH-Werte als im Sommer bei den Pferden. All das sind Einflussfaktoren. Vergesst den ACTH als Diagnostik für Cushing. Der funktioniert einfach nicht. Ihr müsstet eigentlich Dauerwerte messen. Dauerwerte könnt ihr aber nur messen, wenn ihr das Pferd in der Klinik stehen habt, weil kein Tierarzt fährt alle halbe Stunde in euren Stall, um Blut abzunehmen. Das macht keiner. Das funktioniert nur, wenn ihr das Pferd unter Klinikbedingungen habt und da sowieso alle halbe Stunde einer vorbeiläuft mit einer Spritze und dem Pferd Blut abnehmen kann. Aber wenn ihr euer Pferd in die Klinik stellt, dann hat der Stress, weil der ja dann wieder in einer fremden Umgebung ist. Deswegen, diese ganze ACTH-Diagnostik funktioniert nicht. De facto, das Einzige, was an Diagnostik wirklich funktionieren würde, das wäre ein CT, das heißt, das Pferd in eine Klinik fahren, in eine Fachklinik, in Vollnarkose legen, mit dem Kopf in ein CT reinschieben und dann die CT-Bilder auswerten. Das ist auch tatsächlich möglich, da gibt es eine Studie, das ist machbar, aber das ist natürlich komplett unrealistisch. Da habt ihr ein 23-jähriges Pferd, karrt das arme Tier in eine Klinik, gebt zigtausend Euro aus für eine CT-Untersuchung und dann vielleicht habt ihr ein Ergebnis, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er ein Hypophysenadenom, vielleicht aber auch nicht. Und dafür habt ihr halt ein paar tausend Euro auf den Tisch geblättert. Deswegen also von der ganzen Diagnostik her funktioniert das mit dem ACTH überhaupt nicht. Und insgesamt Cushing diagnostizieren könnt ihr eigentlich im Wesentlichen per optischer Diagnose. Also ihr müsst euch das Symptombild des Pferdes angucken. Und zu den Symptomen, die mit Cushing einhergehen, gehört natürlich das, was immer gern als Hirsutismus bezeichnet wird, was eigentlich streng genommen gar kein Hirsutismus ist, sondern eine Hypertrichiose. Was heißt das?
Das Fell wächst immer weiter. Das Fell fällt nicht mehr aus, die Haare fallen nicht mehr aus, sondern es wird immer dichter, es wird immer länger, das Fell. Das ist Hypertrichiose, das ist eins der Leitsymptome, was damit einhergeht mit einer Cushing-Symptomatik. Aber nicht jedes Pferd mit einem dicken Winterfell hat auch gleich ein Cushing. Auch hier müsst ihr wieder aufpassen. Ein Pferd, was in einem Offenstall steht, hat von Hause aus ein dickeres Winterfell als ein Pferd, was in der Box steht. Ein Pferd, was eingedeckt wird ab September, hat natürlich ein dünneres Winterfell als ein Pferd, was nicht eingedeckt wird. Und je nachdem, was ich da für eine Pferderasse habe, habe ich natürlich auch ein ganz unterschiedliches Winterfell. Logisch, wenn ich einen Isländer habe, hat der wesentlich mehr Winterfell als ein Vollblüter von Hause aus. Das hängt auch das Winterfell ab mit dem Alter. Das ist sehr spannend, wenn ihr mal euch Gruppen anguckt, wo vom Absetzer bis zum 30-Jährigen alles in einer Gruppe steht. Das ist nämlich ganz spannend zu beobachten, dass die Pferde unter 6 Jahren und die Pferde über 20 Jahren ziemlich zeitgleich das Fell wechseln. Das sind nämlich die Pferde, die früh im Sommer schon mit dem Fellwechsel anfangen. Die sind meistens August schon kräftig damit beschäftigt, Winterfell zu schieben. Sobald so die ersten etwas kühleren Tage kommen, fangen die an, Winterfell zu schieben. Die haben ein viel, viel dickeres Winterfell als alle Pferde in der Altersklasse dazwischen. Und die legen das auch im Frühjahr viel später ab. Und zwar die Alten genauso wie die Jungen. Und das hat ganz einfach was damit zu tun, dass sowohl die ganz Jungen als auch die ganz alten Pferde mit ihrer Energie mehr haushalten müssen. Die haben nicht so viel Energie zu verschwenden in Form von Wärme. Und deswegen müssen die sich einfach eine dickere Jacke anziehen für den Winter und behalten auch im Frühjahr die Jacke länger an, nämlich dann, bis dann, wenn auch die Nächte zuverlässig warm sind und sie nachts nicht schlottern müssen. Nun hat man aber in den wenigsten Stellen vom Absetzer bis zum 30-Jährigen alles zusammen, sondern meistens hat man da Pferde, die sind so 6, 7, 8 bis Mitte, Ende 20. Und dann vergleicht man natürlich seinen 25-Jährigen immer mit dem 15-Jährigen und denkt sich, oh meiner, der hat ja noch so viel Winterpelz und der 15-Jährige, der ist ja schon fast raus aus seinem Pelz, also muss meiner ein Problem haben. Muss der überhaupt nicht. Das kann sein, dass der einfach altersbedingt sein Fell langsamer wechselt als das jüngere Pferd. Also nicht jedes Pferd mit einem dicken Winterfell und nicht jedes, was ein bisschen später anfängt, das Winterfell abzuwerfen, hat auch gleich ein Cushing. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dasselbe gilt auch für das Thema lockiges Fell, wie ihr das hier unten in der Abbildung sehen könnt. Das gilt ja auch immer so als ein Leitsymptom, wenn die Pferde so Locken kriegen. Das hängt aber auch wieder ein bisschen davon ab, was habe ich da für ein Pferd. Es gibt einfach Pferde, die haben lockiges Fell. Das haben die aber nicht erst mit 30, sondern das haben die schon mit 5, 6, 7 Jahren. Es gibt genauso wie bei Menschen, gibt es auch bei Pferden einfach Kandidaten mit Locken. Und wer von euch Locken hat, der kennt das. Man steht morgens stundenlang vorm Spiegel und föhnt sich die Locken raus. Und dann geht man raus und es ist neblig. Es ist so ein Tag mit 99% Luftfeuchtigkeit. Und dann macht Spreuink und alle Locken sind wieder da. Und das könnt ihr auch bei manchen Pferden beobachten. Es gibt Pferde, die haben wirklich auch bei Nebelwetter, bei feuchten Wetterlagen im Winter ein ganz glattes Winterfell. Es gibt aber welche, die haben lockiges Winterfell. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja Curly Horses. Irgendwo hat man die ja mal rausgezüchtet. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass ihr ein Pferd mit Cushing habt. Das kann bei diesem individuellen Pferd auch normal sein. Ihr müsst einfach gucken, was war denn die letzten 10 Jahre mit dem Pferd? Hat er schon immer so ein Winterfell gehabt oder hat sich das jetzt plötzlich verändert? Hatte der immer ein glattes Winterfell und jetzt auf einmal fängt er an, Locken zu kriegen? Dann kann das schon ein Hinweis darauf sein. Ganz, ganz wichtiges Leitsymptom ist außerdem für Cushing, dass die Pferde einen sogenannten progressiven Muskelabbau haben. Das heißt, die Muskulatur wird immer weiter abgebaut. Ich fütter rein, was geht in das Pferd, aber ich kann das Pferd nicht im Gewicht halten. Das Pferd wird immer eckiger, die Muskeln werden einfach immer weniger. Gerade die Rückenlinie baut massiv ab, der Hals baut massiv ab und das Pferd steht da wie so ein Klappergestell und das, obwohl der wirklich Futter bis über beide Ohren bekommt. Man kriegt einfach nichts ran an diese Pferde. Das liegt daran, dass durch diesen bei Cushing erhöhten Cortisolspiegel Eiweiß abgebaut wird. Das ist eine der vielen Aufgaben, die Cortisol im Körper hat. Entschuldigung. Die meisten kennen Cortisol eigentlich nur in seiner entzündungshemmenden Wirkung, aber es hat ganz, ganz viele andere Aufgaben auch. Und eine der Aufgaben ist es, alles an Eiweiß abzubauen, was nicht nied- und nagelfest ist und das in Zucker umzuwandeln, um dem Körper Energie zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Grund auch, warum die Pferde diese komische Fellkonsistenz bekommen. Das hat einfach mit dem gestörten Eiweißhaushalt zu tun. Und das ist auch der Grund, warum die Muskeln immer weiter atrophieren, die Muskeln immer weniger werden. Nicht nur Muskeleiweiß wird abgebaut und Hauteiweiß wird abgebaut, sondern auch Sehneneiweiß wird abgebaut. Die Pferde kriegen brüchige Sehnen.
Das ist bekannt, auch wenn man den Pferden längere Zeit Cortisol gibt, aus irgendwelchen medizinischen Gründen, werden die Sehnen brüchig. Das Risiko für Sehnenschäden steigt also überproportional an bei solchen Pferden, weil auch Sehnen und Bänder natürlich aus Eiweißen bestehen. Die Kollagenfasern, die so eine Sehne aufbauen, das sind Eiweiße. Auch die werden abgebaut, die Sehnen werden fadenscheinig und damit sind die wesentlich anfälliger, tatsächlich kaputt zu gehen, wenn da mal eine Überbelastung kommt. Aus der ähnlichen Ecke kommt auch das Thema Hufrehe. Viele Pferde mit einer Cushing-Symptomatik haben Hufrehe, aber nicht jedes Pferd mit Hufrehe hat gleich ein Cushing. Also auch da ist wieder der Rückschluss nicht zulässig. Was vielmehr zu den Symptomen gehört bei einer Cushing-Symptomatik, ist die Tatsache, dass Cortisol nicht nur dafür verantwortlich ist, Eiweiß abzubauen, sondern Cortisol unterdrückt auch das Immunsystem. Und Cushing-Pferde sind immer sehr, sehr anfällig für alle möglichen Infekte. Die rufen sofort hier, wenn es um irgendwelche Ektoparasiten geht, also Thema Haarlinge, Thema Hautpilz. Die rufen sofort hier, wenn die Erkältung durch den Stall geht. Das Immunsystem merkt man, es arbeitet nicht richtig bei den Pferden, das macht seinen Job nicht. Wundheilung ist verzögert, alle Heilungsprozesse sind furchtbar verzögert. Alles geht sehr, sehr langsam bei den Pferden. Und man ist eigentlich permanent am Hinterhertriapieren, um die so einigermaßen in der Spur zu halten, was ihre Immunkapazitäten angeht. Das ist viel mehr ein Leitsymptom noch bei Cushing als dieses Thema Hufrehe. Hufrehe kann viele, viele, viele Gründe haben, geht oft mit Cushing einher, kann aber eben auch andere Ursachen haben. Die Frage ist natürlich immer, woher kommt diese ganze Symptomatik? Und das muss man ganz klar sagen, die Cushing-Symptome werden nicht von der Hypophyse verursacht und nicht von dem Tumor verursacht, sondern die Symptomatik, die wir sehen, ist immer verursacht durch den hohen Cortisolspiegel. Dieses Cortisol kommt jetzt nicht von außen durch irgendwelche Cortisongaben durch den Tierarzt, sondern Cortisol produziert der Körper selber, nämlich in seiner Nebenniere. Und das ist beim Pferd ein ganz klares Stresshormon. Das heißt, sobald Stress hochgeht, geht der ACTH-Spiegel hoch und dann geht auch der Cortisolspiegel hoch. Nun kann es viele, viele Gründe geben, warum so ein Pferd Stress hat. Der Stress kann intrinsisch sein, der kann also von innen kommen, der kann aber auch extrinsisch sein, von außen kommen. Stress von innen, haben wir schon angesprochen, ist natürlich dieser ganze Themenkomplex Schmerzen, Magengeschwüre, subklinische Hufrehe, Arthrose und so weiter. Das können Stoffwechselentgleisungen sein, ein total unterschätztes Stressthema bei Pferden. Das kann eine Insulinresistenz sein, das kann eine gestörte Entgiftung sein. Also alles, was so aus dieser Stoffwechselecke kommt, was dafür sorgt, dass die Pferde einfach nicht mehr voll fit und leistungsfähig sind, macht den Pferden Stress. Und das ist ein ganz einfaches evolutives Programm, was da abläuft bei den Pferden. Denn das schwächste Pferd oder das Pferd, was Schwäche zeigt in der Gruppe, das ist Beute für den Puma oder den Wolf. Das heißt, so ein Räuber, der springt ja nicht einfach in eine Pferdeherde rein und fragt, wer will sich fressen lassen, sondern die Räuber beobachten ihre Beutetiere sehr, sehr lange und gucken genau, wo ist die Schwachstelle, was ist das schwächste Glied hier in der Gruppe. Und da greifen sie gezielt an. Und das ist der Grund, warum Pferde halt ihre Probleme auch sehr oft sehr lange kompensieren, aber warum den Pferden Stoffwechselprobleme, Nährstoffverwertung und so weiter, warum das denen Stress macht, weil die ganz genau wissen, evolutiv, ich bin derjenige, der gefressen wird. Und das haben wir gar nicht so oft, dass Pferde, die auch so hypernervös sind oder sowas, ihr Verhalten total verändern, wenn man den Stoffwechsel wieder in die Spur bringt. Dann lässt plötzlich auch so die Nervosität, dieses Frühstarten, was manche Pferde haben, ne, das lässt oft nach, weil die einfach wieder merken, okay, ich bin wieder gesünder, ich bin fitter, wenn die Gefahr kommt, dann habe ich die Chance, davon zu kommen und bin hier nicht mehr das schwächste Glied in der Kette. Also Stoffwechselentgleisungen können euch hohen inneren Stress verursachen. Es gibt natürlich auch Pferde, die sich selber den Stress machen. Es gibt so Psycher, die sich selber reinsteigern in Stress. Das kann traumatisch bedingt sein, muss aber nicht. Da muss man halt immer ein bisschen genau gucken, was ist denn das überhaupt für ein Typ. Ja, es gibt so Hypernervös-Kandidaten, aber es kann auch sein, das Pferd hat irgendwelche traumatischen Sachen erlebt und hat daher einfach gelernt, hypernervös zu sein. Auch hier wieder, da spielt die Evolution eine Rolle. Ich bin das schwache Glied, ich werde gefressen. Das sind also viele, viele mögliche Ursachen, die von innen kommen, auch wenn ich von außen soweit alles optimiere. Aber wir haben bei gar nicht so sehr wenigen Pferden tatsächlich auch die Ursachen aus dem Äußeren für den Stress. Wir haben schon angesprochen, Thema Rang,
niedrige Pferde in so einer Offenstallgruppe, die nur rumgejagt werden, die nicht zur Ruhe kommen. Kaum wollen sie sich mal in der Ecke hinstellen und ein bisschen dösen, kommt einer und scheucht sie da wieder weg. Und das muss nicht gleich immer in Prügeleien ausarten. Auch Vermeideverhalten ist schon Stress. Das heißt, wenn da einer ankommt mit angelegten Ohren und mein Pferd geht weg, dann hat meiner ja einen Stress, weil der Rang niedrig ist, weil er weggescheucht wird von seinem Ruheplatz. Selbes gilt natürlich auch für ranghohe Pferde. Schön, wenn er sich durchboxt an die Raufe, weil er ranghoch ist, aber eigentlich ist er mit der Führung von der Herde völlig überfordert. Also alles, was so schlechte Sozialstruktur in der Gruppe ist, wenn es um Mobbing geht in der Gruppe, sei es, dass der zu einer anderen Rasse gehört, sei es, dass der eine andere Farbe hat, so Schimmel und Schecken werden ganz oft gemobbt in Gruppen. All das sorgt natürlich für Stress bei den Pferden, die da entsprechend gemobbt werden, die da Außenseiter sind in der Gruppe. Das gilt aber jetzt nicht nur für Gruppenhaltung, sondern auch natürlich für Boxenpferde. Wenn der Boxennachbar einfach blöde ist, dann funktioniert das auch nicht. Wenn ich den dauernd angifte, weil ich den doof finde, oder wenn der zu mir rübergiftet, weil er mich doof findet, ist das ein Stress für beide Beteiligten. Ne? Wenn das möglich wäre und da entsteht so eine Aggressionssituation, da würde eigentlich immer das Pferd, was attackiert geht, wird weggehen. Der würde ausweichen aus dieser Situation. Das kann der aber nicht, weil der Mensch da eine Wand hingestellt hat. Das heißt, dieses Pferd muss verharren in der Situation. Und deswegen ist das ein Stress für beide Beteiligten, für den, der rübergiftet und für den, der angegiftet wird. Ist das einfach ein Stress. Und dazu kommt natürlich dann oft so ein unpassendes Futtermanagement, wenn das Raufutter dann portioniert wird in Mahlzeiten. Die Pferde haben lange Futterpausen. Das schürt Aggressionsverhalten unter den Pferden. Das schürt Futtermobbing. Das heißt, dass ranghohe Pferde rangniedrige wegjagen von der Futterraufe oder dass eben Pferde rübergiften zu ihrem Boxennachbarn, um ihr Heu vermeintlich zu verteidigen. Dieses Verteidigen von Futterressourcen, das ist eigentlich eine völlig Art untypisches Verhalten für Pferde. Das machen die nur, wenn man sie permanent zu kurz hält mit dem Futter, dass sie also dauernd Hunger haben und viel zu lange Rauffutterpausen haben. Da haben die Pferde Stress mit. Selbes gilt natürlich für das Thema Liegeplätze. Pferde, die halt keinen richtig eingestreuten Liegebereich haben und sich nicht hinlegen können zum Schlafen, haben Stress. Sei es, dass ich mir die Einstreu spare, komplett in meinem Offenstall, dass ich halt nur ein paar Gummimatten hinlege und denke, na, sollen sie doch da drauf liegen, machen die meisten Pferde nicht wirklich gerne. Ja, es gibt Pferde, die legen sich auf Gummimatten und schlafen, aber ganz viele Pferde wollen sich eben nicht hinlegen. Und das seht ihr nur, wenn ihr den Stall mit Kamera beobachtet. Wenn man Kameras installiert und die Pferde mal wirklich 24/7 beobachtet, dann seht ihr, welche Pferde legen sich hin und welche nicht. Und ganz viele Pferde in den Offenstellen legen sich nicht hin, aus diversen Gründen, weil der richtige Liegeplatz fehlt, weil sie umgejagt werden, weil sie gestresst sind, weil sie meinen, auf die Herde aufpassen zu müssen. Es gibt viele Gründe, warum Pferde nicht im Liegen schlafen und irgendwann dann auch so eine Narkolepsie entwickeln. Aber es heißt einfach, dass die Pferde im Stress sind. Die leben unter Dauerstress. Und Dauerstress heißt natürlich auch dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel. Und es ist so, dass Pferde Stresshormone in Bewegung abbauen können. Das heißt, wenn das Wildpferd vom Puma gejagt wird, der Puma will das Pferd fressen, rennt das Pferd davon und im Lauf kann es diese Stresshormone schon wieder abbauen. Das ist der Grund, warum Wildpferde auch noch etwas länger laufen. Auch wenn sie den Fressfeind schon abgehängt haben, laufen sie trotzdem noch ein bisschen weiter. Denn in dem Moment, wo sie den Fressfeind abgehängt haben, hört die Stresshormonausschüttung auf und durch das Weiterrennen werden jetzt die noch zirkulierenden Hormone abgebaut, sodass, wenn das Pferd irgendwann dann stehen bleibt und sich nochmal schüttelt, die ganzen Stresshormone wieder bei Null sind und dann geht es dem Pferd auch wieder gut. Das haben wir natürlich nicht, wenn das Pferd unter Dauerstress lebt, weil es halt in einer schwierigen Gruppensituation gehalten wird, vielleicht auch noch mit zu wenig Raufutter und dann auch noch zu wenig Bewegungsmöglichkeiten hat. Die meisten Pferde galoppieren jetzt nicht über befestigte Ausläufe und auch nicht über Trails. Das ist schön, wenn es die Pferde machen, wenn man die Möglichkeiten hat, aber viele Pferde machen das nicht. Und dann staut sich eben der Stress immer weiter auf, wenn sie halt nur irgendwo rumstehen, aufgrund von Befestigung keine richtigen Bewegungsmöglichkeiten haben und die einzige Bewegungsmöglichkeit, die sie haben, ist die kontrollierte unter dem Reiter. Und wenn die Pferde zu flott werden, kriegen ganz viele Leute Angst vor ihrem Pferd und halten schon wieder zurück. Und das ist halt immer diese kontrollierte Bewegung, die jetzt eher noch mehr Stress macht, dann als dass die Pferde mal Stress abbauen können. Also das sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen, dass wir sehr, sehr viele Pferde da draußen haben, die einfach über Jahre ihres Lebens unter Dauerstress stehen. Und das sehen wir den Pferden eben nicht von außen an, weil sie halt nicht anfangen, Kette zu rauchen oder jede Menge Kaffee zu trinken, so wie das Menschen ja gerne unter Dauerstress machen, sondern Pferde tun so, als wäre alles in Ordnung.
haben aber innerlich, werden sie aufgefressen von ihrem Stress. Und das ist leider bei sehr, sehr vielen Pferden der Fall, obwohl wir versuchen, Haltung, Fütterung, alles gut zu machen und alles schön pferdegerecht zu machen. Aber in der Praxis klappt es leider nicht so immer. Nun muss aber die ganze Geschichte noch irgendeinen Auslöser haben, dass es tatsächlich dazu kommt, weil nur weil ein Pferd Stress hat, heißt das nicht sofort, dass er die Cushing-Symptome hat. Und da kommen dann meistens noch Auslöser mit dazu, die das Ganze dann verstärken. Es gibt im Wesentlichen zwei große Auslöser-Ursachen für diese Cushing-Symptomatik, und zwar Zucker und Selen. Zucker meint hier vor allem die leicht verfügbaren, die dünndarmverdaulichen Kohlenhydrate. Dazu gehört eben Zucker oder Stärke in der Ernährung. Nun geben die meisten ihren Pferden keine Zuckerwürfel mehr als Belohnung, was ja auch eine gute Sache ist, weil man ja Zucker reduzieren sollte. Wir haben aber sehr, sehr viele versteckte Zucker in der Fütterung. Das fängt an mit den Möhrchen, die man gerne gibt, wo man immer denkt, da ist ja nichts drin. Möhren können aber bis zu 10% Zuckergehalt haben. Das heißt, auf ein Kilo Möhren kommen da 100 Gramm Zucker. Das ist verdammt viel Zucker, was ihr mit dem Kilo Möhren reinfüttert beim Pferd, wenn ihr so eine zuckerreiche Sorte erwischt habt. Und ihr seht das ja der Möhre erstmal von außen nicht an. Zum Vergleich: also ein Kilo Möhren kann 100 Gramm Zucker haben, ein Zuckerwürfel hat 3 Gramm. Nur damit ihr mal ungefähr ein Verhältnis habt, wie viel Zuckerwürfel ihr reinfüttern könntet in euer Pferd, um auf ein Kilo Möhren zu kommen. Das können schon gigantische Mengen sein. Äpfel sind natürlich auch sehr zuckerreich, deswegen schmecken sie süß. Die ganzen Pellets, die wir so füttern als Kraftfutter, die ganzen Müslis, die wir füttern, die enthalten Getreide. Getreide ist natürlich auch, wird im Dünndarm zu Zucker zerlegt. Auch das enthält Zucker. Die Leckerlis, die meisten, enthalten Zucker. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele versteckte Zucker in der Fütterung drin, in Kombination mit relativ hohen Zuckergehalten, die wir oft in unserem Heu auch drin haben. Heu für Pferde sollte eigentlich unter 10% Zuckergehalt haben. Die Realität ist leider meistens so, dass wir deutlich höhere Gehalte haben. Ihr habt ganz viele Heuproben, da habt ihr Zuckergehalte so von 12-16% drin. Das ist weit über dem, was gesund ist für Pferde. Und das dann in Kombination mit zu wenig Bewegung ist natürlich fatal, weil Pferde, und zwar insbesondere Ponys und Freizeitpferde spannenderweise, eine ganz schlechte Blutzuckerregulation haben. Sportpferde können viel, viel besser Blutzuckerschwankungen kompensieren als Ponys, also auch arbeitende Ponys oder Freizeitpferde das können. Diese Blutzuckerregulationsfähigkeit ist bei denen relativ schwach ausgeprägt. Und mit jedem Möhrchen, was ich da reinfütter, mit jeder Kraftfuttermahlzeit, schießt mir der Blutzuckerspiegel nach oben und das Pferd hat riesige Mühe, das wieder runterzubekommen. Insbesondere, wenn das Ganze in Kombination ist mit Bewegungsmangel, dann entsteht eine Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz, das ist dieselbe Insulinresistenz, die wir eben auch bei Menschen haben. Bei den Menschen, die sich halt bevorzugt von Fastfood ernähren, was sehr zuckerreich ist, Limonaden dazu, also sehr, sehr zuckerreiche Lebensmittel zu sich nehmen, in Kombination mit wenig Bewegung. Da kriegen wir auch bei Menschen denen prima eine Insulinresistenz rangefüttert, und das funktioniert genauso bei Pferden. Also dieses zu viel versteckte Zucker, ne, die sind genauso versteckt wie bei uns im Fastfood. Wenn ihr Fastfood esst, dann schmeckt das ja auch nicht alles süß. Das ist versteckt da drin, und das ist bei diesen Pferdegeschichten genauso. Wir haben ganz viele Futtermittel mit versteckten Zuckern drin, wo wir erstmal gar nicht an Zucker denken, und das in Kombination mit Bewegungsmangel könnt ihr den Pferden wunderbar eine Insulinresistenz machen. Und bitte dran denken, 60% der Pferde mit Cushing-Symptomen haben eine Insulinresistenz. Das heißt, es sind relativ viele Pferde, wo wir die Kombination von beidem haben. Insulinresistenz führt beim Pferd zu Stress, aus dem einfachen Grund, weil die Muskeln ja keinen Zucker mehr aufnehmen können. Die sind ja insulinresistent, deswegen funktioniert die Zuckeraufnahme im Muskel nicht mehr. Das heißt, wenn der Wolf kommt, dann ist das Pferd einfach zu langsam. Die Muskulatur ist nicht leistungsfähig genug, um davon zu rennen vor dem Fressfeind. Das sorgt für Stress, und Stress sorgt jetzt leider dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird und damit noch mehr Zucker produziert wird. Denn wir denken wieder dran, das Cortisol hat unter anderem die Aufgabe, Eiweiße abzubauen, und die Eiweiße werden umgebaut zu Zucker, und dieser Zucker geht ins Blut. Das heißt, ein permanent hoher Blutzuckerspiegel sorgt für eine Insulinresistenz mit einem permanent hohen Blutzuckerspiegel, und die Cortisolausschüttung, die damit einhergeht, sorgt dafür, dass noch mehr Blutzucker entsteht. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil das so ein sich selbst verstärkender Kreislauf ab irgendeinem Punkt ist, aus dem das Pferd gar nicht rauskommt. Selbst wenn ich dann irgendwann auf die Idee komme zu sagen, naja gut, ich stelle jetzt die Fütterung um und ich nehme mal diese ganzen versteckten Zucker raus, Kraftfutter weg, Möhren weg, diese ganzen versteckten Zucker lasse ich weg aus der Fütterung. Aber oft kommen die Pferde an dem Punkt schon nicht mehr von alleine aus diesem Teufelskreis raus.
Insulinresistenz kann dann in Folge Hufrehe machen. Das liegt daran, dass einfach diese schlechte Blutzuckerregulation das Kapillarbett in den Hufen zerstört und dort Entzündungen auslöst, vergleichbar mit dem Diabetikerfuß beim Menschen. Beim Pferd nennen wir das Hufrehe. Hufrehe machen Schmerzen, Schmerzen lösen wieder Stress aus und damit haben wir auch wieder eine erhöhte Cortisolausschüttung. Das heißt, das geht dann Hand in Hand und da kommt so ein Pferd so alleine nicht ohne weiteres raus. Wir haben aber auch die Cushing-Kandidaten, die jetzt keine Historie haben von viel dünndarmverdaulichen Zuckern in der Fütterung und jetzt auch nicht unbedingt eine Insulinresistenz haben. Und da wird eine andere mögliche Ursache diskutiert, nämlich die Selenzufütterung. Selen ist natürlich ein wichtiges Spurenelement, gar keine Frage. Und jeder Säugetierorganismus braucht auch eine gewisse Menge an Selen, damit einfach der Stoffwechsel arbeiten kann. Bei Selen ist es nur einfach so, dass wir ein sehr, sehr schmales therapeutisches Fenster haben. Das therapeutische Fenster, das beschreibt immer den Bereich zwischen Wirkung und Gift. Und das therapeutische Fenster ist halt bei Zink so und bei Selen so. Das heißt, wir haben ganz schmalen Korridor zwischen zu viel und zu wenig, in dem wir uns hier bewegen. Man weiß mittlerweile aus vielen Studien, dass die Blutwerte überhaupt keine Korrelation mit den Gewebewerten haben. Und das ist fatal, weil wir leider die Blutwerte für eine Diagnose von einem Selenmangel heranziehen. Das funktioniert aber nicht. Das heißt, ihr könnt bei einem Pferd im Blut einen Mangel an Selen haben, aber gleichzeitig im Gewebe einen Überschuss haben. Das Selen verschwindet nämlich im Gewebe, taucht deswegen im Blut gar nicht auf. Im Blut denkt ihr, naja, wir haben ja einen Mangel, füttert noch mehr zu, füttert noch mehr zu, füttert noch mehr zu. Im Gewebe reichert sich es immer mehr an. Da haben wir einfach keinen Zusammenhang. Das widerspricht dem, wie sich andere Spurenelemente verhalten. Deswegen tut sich die Medizin ein bisschen schwer daran, das zu akzeptieren. Wenn ich jetzt Zink zum Beispiel nehme, dann habe ich vom Blutwert und vom Gewebewert immer eine Korrelation. Das heißt, wenn der Gewebewert runtergeht, geht auch der Blutwert runter. Fütter ich Zink wieder zu, geht der Blutwert hoch, geht der Gewebewert hoch. Das heißt, die bewegen sich in Abhängigkeit voneinander. Und das macht Selen eben nicht. Ich fütter Selen zu und der Gewebewert geht nach oben. Selen wird verbraucht, der Blutwert geht als erstes runter, erst dann geht der Gewebewert runter. Und zwischen verschiedenen Geweben und dem Blut gibt es einfach überhaupt keine Zusammenhänge. Deswegen könnt ihr den Blutselenwert einfach nicht für eine Selendiagnostik nehmen. Ihr müsstet eigentlich Gewebestandsproben aus 5 verschiedenen Geweben eures Pferdes nehmen. Das macht man natürlich nicht. Man will ja nicht mit einem Locher an so ein Pferd rangehen. Das funktioniert einfach in der Praxis nicht. Aber diese Begeisterung für Selenzufütterung, die hat uns über die letzten Jahre und Jahrzehnte riesengroße Probleme gemacht, weil ganz viele Pferde unheimlich viel Selen angereichert haben in ihrem Gewebe. Und es gibt eine Menge Studien an Menschen, die zeigen, dass Selen direkt in das Insulinsignal in der Muskelzelle eingreift. Also wenn man sich mal vorstellt, ich bin eine Muskelzelle, dann habe ich hier einen Insulinrezeptor an meiner Oberfläche und hier habe ich einen Zuckertransporter. Und zwischen den beiden gibt es einen Signalweg. Das funktioniert wie so ein Staffellauf. Das Signal wird von einem Enzym zum nächsten weitergegeben, bis es am Zuckertransporter ankommt und der dann aktiviert wird und seinen Job macht, nämlich Zucker aufzunehmen. Und was Selen macht, ist, dass es diesen Staffellauf hier in der Muskulatur unterbricht. Das blockiert also an einer Stelle ein Enzym, sodass die Information von dem Insulinrezeptor jetzt nicht mehr bei dem Zuckertransporter ankommen kann. Und das ist fatal, denn das nennen wir Insulinresistenz. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt, die Bauchspeicheldrüse schüttet auch Insulin aus. Das Insulin bindet auch an die Muskelzelle, also an den Rezeptor in der Muskelzelle. Aber der Zuckertransporter sagt, nö, weiß ich nichts von. Ne? Der wird nicht aktiv, weil diese Signalübertragung vom Rezeptor zu dem Zuckertransporter, die ist gestört durch das Selen. Da gibt es mittlerweile viele Untersuchungen bei Menschen, dass eine Überversorgung an Selen, also wenn die Menschen Selenpräparate zu sich nehmen, über das, was sie eh schon in der Nahrung haben, hinaus, können sie sich damit selber eine Insulinresistenz ranfüttern. Und wenn man das Selen entfernt aus der Ernährung und stattdessen zum Beispiel Chrom zufüttert, dann ist das auch wieder reversibel. Und dann guckt mal so in die Foren. Da gibt es ganz, ganz viele Pferdebesitzer, die sagen, also seitdem ich meinem Pferd Chromhefe zufütter, hört das mit der Hufrehe auf und endlich geht es vorwärts mit seiner Gesundheit. Das ist selenbedingte Insulinresistenz. Der Mechanismus auf der Zellebene ist im Muskel, beim Menschen genau derselbe wie beim Pferd. Das heißt, auch wenn es dazu noch keine Studie gibt, können wir davon ausgehen, dass auch Selen auch beim Pferd hier Chrom verdrängt aus der Kaskade, sie deswegen blockiert und so ein Fluten des Körpers mit Chromhefe dann eben das Selen wieder verdrängt und diese Kaskade wieder anschaltet und die Pferde wieder insulinsensitiv macht. Das heißt, ihr könnt euch über Selen beim Pferd eine Insulinresistenz hinfüttern.
Und damit natürlich dann auch in Folge wieder langfristig eine Cushing-Symptomatik bekommen bei den Pferden aufgrund der ständig hohen Cortisolausschüttung. Und es gibt tatsächlich interessanterweise so ein paar Autoren, die sagen, Cushing ist die Spätfolge von EMS. Ihr habt nämlich viele Pferde da draußen, die haben ihr Leben lang mit Übergewicht und Hufrehe zu tun und irgendwann so zwischen 16 und 20 kippt das und auf einmal sind die Pferde permanent viel zu dünn. Man füttert, füttert, füttert und das wird nicht besser. Und das sind halt oft die Pferde, die schon früh eine Insulinresistenz entwickelt haben. Also junge Pferde erstmal mit Dickwerden reagieren, um den Zucker irgendwo hinzupacken und dann später kippt das ganze System und dann zeigen sie eine Cushing-Symptomatik. Das heißt jetzt nicht, dass die direkt miteinander verknüpft sind, aber es zeigt einfach die Folge, dass Cushing einfach die Folge von einem langfristig völlig entgleisten Stoffwechselhaushalt ist. Das ist der Hintergrund. Selen greift nicht nur in das Muskel-Insulinsignal ein, sondern greift auch in das ganze Schilddrüsensignal ein. Selen ist nämlich mit daran beteiligt, Schilddrüsenhormone zu aktivieren. Und wenn zu viel Selen im Gewebe angereichert ist, dann kann es sein, dass zu viel Schilddrüsenhormon aktiviert wird durch diesen Überschuss an Selen im Gewebe. Und das führt dann zu einem Krankheitsbild, was aussieht wie eine Schilddrüsenüberfunktion, also eine Hyperthyreose, die aber eigentlich gar keine ist. Die Schilddrüse, die weiß überhaupt nichts davon, dass sie angeblich zu viel Hormon produziert. Die ist ganz brav dabei, normale Hormonmengen zu produzieren. Aber dadurch, dass Selen dafür sorgt, dass zu viel aktiviert wird von dem Schilddrüsenhormon, sieht das für den Körper aus wie eine Schilddrüsenüberfunktion. Und spannenderweise hat eine Schilddrüsenüberfunktion ein ganz ähnliches Symptombild wie Cushing beim Pferd. Und auch eine Fehlregulation von dem ganzen Schilddrüsenhormonhaushalt macht natürlich dem Körper wieder Stress und dann kommen wir wieder zu unserer erhöhten Cortisolausschüttung und langfristig halt zu den Cushing-Symptomen. Das sind mögliche Ursachen-Auslöser. In den meisten Fällen ist es aber nicht nur das eine Element, sondern bei den meisten Fällen, wo ihr mit Cushing zu tun habt, habt ihr so einen ganzen Blumenstrauß an Ursachen und vor allem eine jahrelange Vorgeschichte. Nur weil ich meinem Pferd jetzt mal eine Dose Selenpräparat vom Tierarzt gefüttert habe, steht er nicht morgen mit einer Cushing-Symptomatik da. Sondern es ist immer eine Kombination aus schon lange nicht artgerechter Ernährung des Pferdes, Stress aus den Haltungsbedingungen heraus, weil es halt in dem Stall nicht so gut gelaufen ist, wo man die letzten paar Jahre stand. Gerne ist auch der ganze Entgiftungshaushalt gestört. Die Pferde haben Fehlgärungsprozesse im Darm, haben Dysbiosen, was dann eben zu so einer Entgiftungsstörung im Sinne einer Kryptoporulie, einer KPU führt. Das sind Stress in den Haltungsbedingungen, rangniedrige Pferde, die gemobbt werden. Das ist zu wenig Bewegung, das ist ein Dauerstress, unter dem die Pferde stehen, weil sie vielleicht auch nicht genug zum Schlafen kommen und deswegen beim Dösen zusammenklappen und dann nochmal schmerzende Gelenke dazu kriegen. Und manchmal noch eine Veranlagung, die mit dazu kommt. Also Ponys sind halt eher veranlagt, da empfindlich zu reagieren auf solche Stoffwechselstörungen als so ein Vollblüter oder ein Warmblüter. Was nicht heißt, dass ich nicht auch einen Warmblüter krank kriegen kann. Das kann man auch. Man muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen meistens, als man das eben bei einem aus der Robustpferdefraktion, also Pony, Barockpferde und so weiter macht. Meistens ist es eine Kombination aus mehreren Sachen und wie gesagt, oft schon eine jahrelange Vorgeschichte. Deswegen müsst ihr auch in der Anamnese unbedingt ganz weit zurückgehen und müsst schauen, nicht, was ist denn die letzten 2 Wochen passiert, sondern ihr müsst gucken, was ist denn die letzten 5 bis 10 Jahre mit dem Pferd passiert. Was hat denn der für eine Geschichte hinter sich, eine Fütterungsgeschichte, Haltungsgeschichte, Krankheitsgeschichte und dann ergibt sich daraus auch, warum der heute mit einer Cushing-Symptomatik dasteht, ganz ohne ein Hypophysen-Adenom zu haben. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt festgestellt habe, mein Pferd hat eine Cushing-Diagnose, ganz egal, ob es jetzt aufgrund von einem ACTH-Wert gemacht ist oder aufgrund von einer optischen Diagnose. Verlasst euch mehr auf die Symptomatik, ist es ein echtes Cushing oder nicht, als auf diese ACTH-Werte. Die ACTH-Werte täuschen total. Wenn ihr denkt, euer Pferd hat eine Cushing-Symptomatik, muss man natürlich unterscheiden zwischen dem Pseudo-Cushing und dem echten Cushing. Bei allen Pferden versuche ich immer erstmal über eine Umstellung der Fütterung, eine Stoffwechseltherapie zu schauen, ob wir die Symptome wieder wegkriegen. Wenn die Pferde auf überhaupt nichts reagieren, kann es dann schon sein, dass man ein echtes Cushing hat. In meiner ganzen Praxis hatte ich im Laufe meiner Zeit 2 Ponys, von denen ich überzeugt bin, dass sie ein echtes Cushing hatten. Das waren beides Ponys weit jenseits der 30, die ihr Leben lang immer gut gehalten, gut gefüttert wurden. Also beide Fälle völlig unabhängig voneinander. Die sind ihr Leben lang gut gehalten worden, sind gut gefüttert worden. Die haben nie irgendwas gehabt und plötzlich
mit irgendwo Mitte 30 haben die angefangen, diese Cushing-Symptome zu entwickeln. Wir haben dann noch versucht, mit Fütterung und naturheilkundlichen Maßnahmen gegenzusteuern, aber die haben auf gar nichts reagiert. Und das waren tatsächlich Fälle, da haben wir dann, sind wir auf Prazent gegangen, haben denen das Medikament gegeben, haben denen symptomfreie Zeit erkauft. Beide haben zwischen einem halben Jahr und einem Jahr noch gelebt. Das ist so die Zeit, die man den Pferden kaufen kann, denn der Tumor wächst ja weiter. Und dann sind halt einfach die Nebenwirkungen so stark, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Alle anderen Pferde hatten eigentlich jahrelang massiv entgleisten Stoffwechsel, wenn man mal in der Krankheitsgeschichte zurückgegangen sind, haben das halt die ganze Zeit kompensiert. Pferde sind Fluchttiere, die zeigen einfach gerade so Stoffwechselprobleme sehr, sehr lange Zeit nicht. Aber wenn man mal genau zurückgeht, stellt man mal fest, ach schau mal an, der hat vor 10 Jahren, hat der schon mit der Mauke so massiv zu tun gehabt. Und vor 8 Jahren hatte der noch einen Sehnenschaden, der dazu gekommen hat. Und seit 6 Jahren hat der Kotwasser. Das heißt, die haben ganz oft so eine Krankheitsvorgeschichte, die sich schon sehr, sehr lange hinzieht, wo man merkt, da läuft es schon lange schief irgendwo in der Verdauung im Stoffwechsel. Was ihr auf jeden Fall immer machen solltet bei einem Verdacht auf Cushing, testet auf Insulinresistenz, da wird Insulin und Glucose gemessen, könnt uns gerne kontaktieren, wenn es darum geht, wie mache ich das, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch tatsächlich aussagekräftige Werte bekommt, zum Beispiel nicht die Pferde vorher hungern lassen, wie das gerne gemacht wird. Die Pferde dürfen in den 12 Stunden vorher auf jeden Fall Heu fressen, die sollten jetzt halt in den 12 Stunden davor jetzt kein Kraftfutter bekommen haben und nicht gerade eine Stunde auf der Weide gewesen sein. Na, aber 12 Stunden vorher dürfen sie durchgehend Heu bekommen, auf gar keinen Fall Futterpause machen. Sonst habt ihr falsche Werte, dann sind die nicht interpretierbar. Dann müsst Glucose und Insulin muss dann abgenommen werden, das ist das sogenannte EMS-Cushing-Profil, was da bestimmt wird, dann sind die Werte auch einigermaßen aussagekräftig. Nicht alle Pferde mit Cushing-Symptomen haben eine Insulinresistenz, testet deswegen auch auf Entgiftungsstörung, testet auf KPU, das ist ein Urintest, den ihr machen könnt, zum Beispiel beim Labor Vetscreen könnt ihr euch ein Urinröhrchen bestellen, könnt Urin auffangen, das ist immer der mühsame Teil, schickt den ein, lasst 2 Werte bestimmen, nämlich Indikan und Kryptopyrol, und wenn die erhöht sind, dann wisst ihr, euer Pferd hat eine Entgiftungsstörung, der kann nicht mehr so entgiften, wie er das eigentlich müsste. Das heißt, die Giftstoffe sammeln sich an im Körper und machen natürlich mit der Zeit auch immer mehr Stress, immer mehr Probleme. Guckt euch die Haltung des Pferdes an. Kann es sein, dass es irgendwo aus den Haltungsbedingungen heraus Stress kommt? Guckt euch das Fütterungsmanagement an. Haben die Pferde permanent Zugang zu Raufutter oder sind da Futterpausen? Gibt es Rangelei ums Futter? Guckt euch an, hat das Pferd vielleicht chronische Schmerzen? Und wenn ja, müsst ihr ein vernünftiges Schmerzmanagement machen. Also ihr müsst die Ursachen finden für die Stoffwechselprobleme und für den chronischen Stress. Da müsst ihr rangehen. Wenn ihr die Ursachen nicht abstellt, kann auch keine Therapie greifen. Dann solltet ihr bei allen Pferden mit einer Cushing-Symptomatik die Fütterung optimieren. Das heißt, die Pferde müssen 24 Stunden Zugang zu Heu haben und auch so, dass alle Pferde rankommen. Also nicht, dass sie hier so Reise nach Jerusalem spielen, ne? Und 2, 3 Rangniedrige stehen immer abseits der Heuraufe und kommen halt nur ran, wenn die Ranghohen dann mal eine halbe Stunde Pause machen, sondern alle Pferde müssen zu jeder Zeit ans Heu rankommen und in Ruhe fressen können. Die brauchen ordentliches Mineralfutter, die brauchen, achtet darauf, dass ihr keinen zu hohen Zuckergehalt habt. Also im Zweifelsfall probiert das Mineralfutter mal. Wenn das süß schmeckt, ist es definitiv zu viel Zucker drin. Salzstein sollte natürlich immer zur Verfügung stellen. Wasser brauchen sie auch. Und wenn die Pferde starken Muskelabbau hinter sich haben, also schon sehr, sehr eckig aussehen, brüchige Sehnen haben und so weiter, schaut, dass ihr ein bisschen mehr Eiweiß in die Fütterung reinnehmt. Da eignet sich die Espasette ganz gut. Die ist ja nicht nur darmstabilisierend beim Pferd, sondern liefert auch hochwertiges Eiweiß, sodass die also nicht noch mehr Muskeln abbauen, dass sie auf jeden Fall mal den weiteren Abbau von Eiweißen ausbremsen könnt. Was dann bei den Cushing-Kandidaten sehr, sehr gut anschlägt, ist Kraniosakraltherapie aus dem therapeutischen Spektrum, weil Kraniosakraltherapie stark aufs vegetative Nervensystem geht und das ist der Teil vom Nervensystem, der den ganzen Stoffwechsel steuert und das Hormonsystem. Das heißt, ihr könnt hier balancierend wieder so in den Hormonhaushalt eingreifen, ohne da allzu viel Schaden anzurichten, wie man das mit irgendwelchen anderen lustigen Sachen machen kann, die man so gerne reinfüttern ins Pferd. Die eigentliche Cushing-Therapie besteht darin, die Ursachen zu finden und abzustellen und die Grunderkrankung zu therapieren. Und da werdet ihr meistens bei Insulinresistenz oder Kryptopyrolurie fündig. Da müsst ihr rangehen. Wenn ihr das therapiert, dann verschwinden tatsächlich auch die Symptome, die ihr habt.
Natürlich könnt ihr das Pferd symptomatisch unterstützen, wenn der im Frühjahr sich schwer tut, sein Fell abzuwerfen. Dann kriegt er halt mal so eine Sportfrisur verpasst, dann kriegt er mal so einen Streifen reinrasiert in den dicken Pelz, damit er nicht allzu sehr schwitzt. Wenn der Hufrehe hat, müsst ihr natürlich die Hufrehe symptomatisch behandeln und so weiter. Aber ihr müsst an die Grunderkrankung rangehen und ihr müsst an die Ursachen rangehen. Also guckt euch immer an, wo hat mein Pferd eventuell Stress, wo kann der herkommen? Und testet auf Insulinresistenz und KPU. Da werdet ihr in der Regel fündig und da könnt ihr therapeutisch ansetzen, um den Stoffwechsel wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wenn ihr anfangt, einen Cushing-Kandidaten zu therapieren, zwei ganz, ganz wichtige Dinge, die ihr unbedingt beherzigen solltet. Punkt 1, wenn euer Pferd schon Praszent bekommt, setzt es nicht ab. Das ist brandgefährlich. Der Körper hat sich daran gewöhnt, dass dieses Praszent reinkommt. Der hat sich entsprechend darauf eingestellt. Und wenn ihr jetzt das Praszent absetzt, dann kann es passieren, dass die Symptome, die ihr damit unterdrückt habt, doppelt und dreifach zurückkommen. Und das kann sein, dass der die letzte Hufrehe seines Lebens schiebt, wenn ihr das macht. Deswegen Finger weg von sowas. Ihr müsst erstmal schauen, dass ihr den Stoffwechsel vom Kopf auf die Füße stellt. Und wenn ihr dann sagt, wir sind jetzt so ein halb, dreiviertel Jahr gut drin in der Stoffwechseltherapie, dem geht es eigentlich sehr gut soweit, dann könnt ihr euch mit dem Tierarzt mal kurz schließen und könnt mal darüber diskutieren, ob ihr mal versucht, das ganz langsam auszuschleichen. Ausschleichen heißt im Verlauf von mehreren Monaten ganz langsam die Dosis reduzieren. Sobald Symptome wieder auftauchen, muss die Dosis wieder hochgesetzt werden. Dann hat es nicht funktioniert. Aber bitte nicht auf eigene Faust und schon gar nicht das Praszent absetzen. Das fällt euch böse auf die Füße. Und das kann die letzte Entscheidung gewesen sein, die ihr für euer Pferd getroffen habt. Also das kann wirklich ganz böse nach hinten durchgehen. Und außerdem, wenn ihr eine Cushing-Diagnose habt, bitte doktert nicht auf eigene Faust dran rum. Eines der Symptome, was eben gern mit Cushing einhergeht, ist Hufrehe. Und eine gut gemeinte, aber leider falsch aufgesetzte Therapie kann euer Pferd jederzeit in Hufrehe reinschieben, wenn er so eine Problematik hat. Deswegen fragt bitte jemanden, der sich damit auskennt, arbeitet mit einem erfahrenen Therapeuten zusammen, der schon mehr Erfahrung hat, eben solche Cushing-Pferde auch abseits von Praszent zu therapieren. Und dann habt ihr ganz gute Chancen, dass euch derjenige auch da raushelfen kann mit eurem Pferd, damit ihr das Pferd hoffentlich wieder in die richtige Spur schickt und wieder vom Kopf auf die Hufe stellt. Damit bin ich durch mit meinem Kurzvortrag über Cushing. Wir haben natürlich noch ganz, ganz viel mehr Wissen über verschiedenste Krankheiten, natürlich auch noch viel mehr Detailwissen über diese ganze Cushing-Geschichte dahinter. Schaut mal auf unserer Webseite rein, www.sanoanimal.de. Wir haben auch ein Newsletter, könnt ihr euch anmelden für, dann werdet ihr eben informiert, wenn es wieder was Neues gibt, neue Artikel, neue Podcasts, neue Filme zu irgendwelchen Themen, neue Fortbildungen. Kriegt ihr die Info dazu. Ich hoffe, der Vortrag hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt dafür und den Vortrag auch gerne weiterempfehlt an andere Pferdebesitzer, die vielleicht auch von der Problematik betroffen sind. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, dann gerne eine E-Mail an uns. Nehmen wir gerne auf und versuchen, besser zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und schaut, dass ihr eure Pferde artgerecht füttert und haltet, damit es hoffentlich gar nicht erst zur Entstehung von Cushing-Problemen kommt.